Endlich sind Sie mal wieder in der Sängerstadt. Vertreter der Brandenburger Kleinbrauereien haben Mitte Juni auf dem Finsterwalder Markt erfrischende Köstlichkeiten vom Fass ausgeschenkt. Mit dabei auch die Turmklause aus Luckenwalde. Seit 2019 waren wir immer hier. Also gefällt es euch wahrscheinlich auch hier? Ja, sehr gut. Die Finsterwalder können schön feiern. Mit Steffi Landerer gibt es zum ersten Mal eine Bierbotschafterin und sie genießt diese Aufgabe sichtlich. Ich hatte schon 3 Vorgänger und darf jetzt das Amt weiblich bekleiden. Und ich bin auch sehr stolz, dass ich die Ehre habe, dieses Jahr das Brandenburger Brauereitreffen. Und wir haben ein Jubiläum, das ist das 10. auch zu moderieren und heute und morgen hier in Finsterwalde durch das Programm zu führen. Wir haben fantastische Programmpunkte. Musikalisch wurde dieses 10. Brauereitreffen von den Finsterwalder Sängern eröffnet. Das Brauereifest in Finsterwalde ist mittlerweile schon Tradition. Die Brandenburger Kleinbrauereien zeigen ihr Können seit Jahren schon. Seit Jahrtausenden die Menschen wissen, das Wasser wird zum edlen Tropfen und es wirkt Wunder in unserem Körper. Mischt man es richtig mit Malz und Hopfen. Sehnlichst erwartet wurde der Fassbieranstich mit dem Finsterwalder Festbier vom Brauhaus. Bürgermeister Jörg Gampe übernahm dieses Amt fachmännisch, unterstützt von Jörg Kirchhoff, Geschäftsführer der Braumanufaktur Templin. Das erste Fass ist alle, aber Sie sind ja der Vorsitzende des Vereins der Brandenburger Kleinbrauereien und Sie wissen garantiert, was die Leute hier in ihren Verkaufswagen haben, oder? Naja, jeder hat hier seine Hauptsorte mit und eine Spezialsorte, wir aus Potsdam und so weiter, unsere Potsdamer Stange mit bei und den Gesellensud. Die Lehrlinge, die jetzt nach 3 Jahren Ausbildung fertig sind, haben im Pfarrenglien auf unserer historischen Anlage extra ein Abschlussbier gebraut. Das schenken wir heute hier aus und so hat jeder seine Spezialitäten hier mit. Mal. 25 Sorten, man kann sich einmal komplett durch Brandenburg durchtrinken. Im Rahmen des Bierfestes wurde das Theaterstück Wir sind die Sänger von Finsterwalde aufgeführt. Ich konnte schon mal bei der Probe am Dienstag mal reinschauen und es ist bemerkenswert, wie die Frauen und Männer vom MCE da geprobt und geübt waren, wie fleißig die waren und die werden es ja mehrfach aufführen. Heute sozusagen die Generalprobe hier auf dem Bierfest, auf dem Brauereitreffen. Das ist ja sozusagen auch die kleine Generalprobe dann zum Sängerfest Ende August und in Finsterwalde wird immer gut und gerne gefeiert und mit so einem wunderschönen Anlass für 125 Jahre Sängerlied ist glaube ich genau die richtige Geschichte, das der Öffentlichkeit auch dann vorzutragen. Wie wäre es jetzt mal wieder mit einem Bier, vielleicht aus der Stonewood Braumanufaktur Chemnitz? Das ist mal eine Ausnahme hier in Brandenburg. Ich bin netterweise eingeladen worden durch den Braumeister des Finsterwalder Brauhauses. Und wir sind auf der Grünen Woche zusammengekommen. Er hat gesagt, komm mal vorbei, präsentiere einfach mal deine Biere. Und ja, jetzt bin ich da und ich hoffe natürlich, dass ich mit meinen Bieren hier die breite Masse erfreuen kann. Ja, ich bin eher der Freund der exotischen Biere, der ausgefallenen Biere. Ja, und da bin ich vielleicht auch hier ein kleiner Exot in der Runde. Das Wetter passte, das Bier hat geschmeckt. Mild und süffig, würde ich sagen. Was will man mehr bei so einem Brauereifest? Na dann, bis zum nächsten. Für den Gesang.